Lust auf Kohlrouladen mit Kartoffelpüree? Dann seid ihr hier genau richtig. Schmeckt absolut lecker und geht super, super einfach. Hierzu benötigt ihr nur eine Zwiebel. Diese schneidet ihr in kleine Würfel. Schneidet euch auch eine Knoblauchzehe in kleine Würfel. Währenddessen kocht ihr euren Kohl in heißem Wasser, gebt euer Hackfleisch, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, Paprikapulver, alles zusammen, einen eingeweichten Toast und ein Ei, vermengt alles gut. Schneidet euch ein Kohlblatt dann herunter, gebt euer Hackfleisch hinein, dreht es zusammen, fixiert es mit Zahnstochern. Wenn das gemacht ist, alles in eine Pfanne mit einer Karotte, Zwiebel und Knoblauch, alles scharf anbraten. Dann für eine Dreiviertelstunde mit etwas Rinderbrühe und Bratensaft ziehen lassen. Währenddessen könnt ihr eure Kartoffeln schälen, sie klein schneiden, in kaltes Wasser mit Salz geben, dann für 25 Minuten kochen. Dann entnehmt ihr eure Rouladen, wenn sie fertig sind, macht eure Milch mit Butter warm, quetscht eure Kartoffeln, gebt Salz hinzu, Muskatnuss und eure Milch, verrührt alles gut. Wenn das fertig ist, püriert ihr noch eure Soße, gebt dazu noch etwas Creme Fraiche, verrührt es wieder gut, Salz, Paprikapulver, Chiliflocken und Pfeffer dazugeben, dann noch etwas Milch mit Mehl dazugeben, dass es etwas dicker wird und dann könnt ihr auch schon anrichten und es genießen.